It's all about humanity. Moin moin Freunde und willkommen bei einem neuen Video von mir. Ja, ihr seht richtig, ich habe mir noch ein Sura erstellt, denn ich möchte halt noch ein Schaf für Johara haben und da soll ein Sura definitiv her, weil der einfach am einfachsten ist auf Johara zu spielen. Ich habe dann noch gesagt, der Ninja soll generell nur für Hydra gedacht sein im späteren Verlauf und halt für den Weltboss. Also dafür ist der Ninja gedacht am Ende und der Sura soll halt Johara spielen und der Sura wird definitiv ein Waffensucher, weil ist halt am besten im Handling her und deswegen werde ich mich für ein Vaso entscheiden, gerade auch wegen Autojagdfarm etc. ist ja immer ein Ding, deswegen werde ich ein Vaso erstellen und mal schauen, wie es damit anfangs losgehen wird. Also ich sage, hier ist ein ordentlicher Schnapper, wir kaufen uns das Armbandtier mit 1,5 TP, 10 Halbmenschen, 10 TPA, das ist meiner Meinung nach ein perfektes Grotte-3-Armband für gerade mal 14 Wonnen, also das werden wir definitiv weiter verkaufen, weil wir sind halt einfach noch nicht in der Grotte, also in dem Sinne, mal gucken, wie viel Wonnen wir dafür kriegen, ich denke mal, ich werde es erstmal für 29 Wonnen reinstellen, und Entschuldigung für den Discord-Sound gerade eben. Der Char wird jetzt erstmal eine Weile hier laufen, ich werde nebenbei ein bisschen die Drops aufheben, wie Schmuckgegenstand, roter Haarbänder, etc., und ja, dann kann man ein bisschen Kleingeld auch nochmal rausholen. Ich habe schon das Feuer-EQ soweit hier vorbereitet. Also das EQ ist schon mal ein bisschen rübergelegt worden. Ich werde mir gleich eventuell noch eine 15 Feuerrüstung für 2-3 Wonnen oder so kaufen. Einen Helm, ja, werde ich mir einfach normalen holen. Da brauche ich jetzt nicht wirklich einen guten Helm. Und dann werde ich den Char Autojagd einfach Grotte 3 stellen. Dann denke ich mal, morgen wird der dann schon Level 75 sein. Ich habe gerade Bock auf eine völlig überteuerte Rüstung für 3 Wonnen, aber ganz ehrlich, die genehmigen wir uns hier mit 2 KTB, 15 Feuer, 5 TPA, Level 34 für Sura. Ja gut, ist halt plus 7, ne? Aber egal, wir kaufen sie trotzdem, ich mache noch Steine rein und dann werde ich damit leveln später. Und zu guter Letzt fehlt uns natürlich noch ein Helm mit 10 Feuer. Da haben wir einen Verhöni plus 9 hier für 5,5 Wonnen. Ein bisschen teuer, aber es gibt leider Gottes keine Helme auf dem Markt ansonsten. Deswegen genehmigen wir uns einfach den hier. Und damit ist das EQ schon mal vollständig für den Sura zum Leveln. Steine sind drin in der Rüstung, aber die Rüstung ist einfach plus 3 gegangen. Finde ich schon ziemlich abartig. Falls ich die Rüstung gleich noch auf plus 8 kriegen sollte, werde ich es euch zeigen. Und den Try of 9 machen wir dann gemeinsam. Und da ist auch schon der plus 9er Try. Versuchen wir die Rüstung direkt mal auf plus 9. Wäre wild, wenn das jetzt First Try klappen würde. Und es schlägt leider Fail. Kommen wir nehmen einfach Schriftrolle dran, um das Ding wieder auf plus 8 zu ziehen. Und es klappt tatsächlich. Letzte Schriftrolle, das ist ein Zeichen. Und es schlägt leider Fail. Egal, nehmen wir nochmal hier die B-Segi. Und ja, gut, wir haben keine Ork-Zähne mehr. Egal, wir lassen das Teil jetzt plus 7. Ich habe eh keine Schriftrolle des Drachen mehr. Und dann nutzen wir sie einfach so. Auf die paar Dev kommt es am Ende auch nicht drauf an. Ich musste gerade einfach 17 Mal meine Skills zurücksetzen, bis die scheiß Klinge auf M1 umgesprungen ist. Boah, war das ein Akt gerade eben. Ich bin locker 10 Minuten hin und her gelaufen, nur um Skills hin und her zu setzen. Es war schrecklich. So, ich bin jetzt gerade SD3. Ich, ja, level jetzt einfach hier ganz entspannt. Oh, nee, den Tapi, den ziehe ich hier definitiv nicht. Sonst kriege ich hier direkt auf die Fresse von den anderen hier. Oder werde permanent verfolgt. Aber wie ihr seht, mit Level 35, ich kriege einfach gar kein Damage mehr von den Monstern. Wir haben jetzt auch gerade wie viel Feuer, was interessant ist noch. Wir haben 75 Feuer, 279 Def, also mit 75 Feuer und knapp 250 bis 300 Def könnt ihr locker flockig hier im SD3 farmen. Also was ich dafür habe, ist einfach nur ein 10 Feuer Helm, 15 Feuer Rüstung, 15 Feuer Armband, 10er, 10er und noch ein Kostümhelm. Ja, hier, Entschuldigung, wo haben wir Kostüme? Hier, ein Kostümhelm haben wir noch am Start. Also nichts Besonderes am EQ hier. Also ganz normale Standard-EQ. Also da könnt ihr mit dann easy hier schon leveln. Ich habe natürlich noch Nazar drin und ein Pet, also für ein bisschen Damage-Push. Und halt noch einen richtig schönen Feuertali mit 5 Def, 30 Insekten. Jetzt wird spannend, ich habe mir mal 100 Kaka geholt, ich will mal gucken, wie die anderen Skills so, ja, mit mir umgehen, sage ich jetzt einfach mal. Ich verpasse jetzt erstmal jeden Punkt nochmal ein und jetzt schauen wir mal nach, was die anderen Skills sagen. Verzauberte Rüstung, BDV kostet einfach 7 Kaka, aber was sein muss, muss sein. So, Furcht Nummer 1, fehlgeschlagen. Rüstung Nummer 1 fehlgeschlagen, das tut natürlich schon mal weh. Im Übrigen, ich habe hier schon alles durchgeguckt. Es gibt keine günstigeren auf dem Markt, außer Furcht. Hier haben wir welche für 4 KK und das ist das günstigste. Also zahlen wir jedes Mal 11 KK hier, tut ein bisschen weh. Aber mal gucken, wann was umspringt. Perfekt, Rüstung ist umgesprungen. Davon gab es eben eh nicht viele. Und jetzt gucken wir noch Furcht. Der hat schon mal fehlgeschlagen, aber von Furcht gibt es Gott sei Dank noch einige auf dem Markt, soweit ich weiß, für 4 KK. Deswegen ist das noch nicht so schlimm. Und ich denke mal, jetzt haben wir eigentlich schon gute Chancen, dass das jetzt noch
noch umspringt. Aber mal gucken, was am Ende daraus wird. Nix hat wieder fehlgeschlagen. Schauen wir mal, jetzt wieder eins. Hat auch fehlgeschlagen. Ah ja, ich will nicht den ganzen Markt leer machen oder geschweige die kompletten 100k jetzt hier im BDV hauen. Das tut schon ganz schön weh, weil ich will halt auch noch ein paar FBs kaufen für den. Und da ist der Skill auch schon am 1. Perfekt. Ich werde auch schon anfangen, Buch der Präzision und so was zu kaufen, damit wir hier den Präzis-Skill hochlesen und so weiter. Also hier habe ich schon ein bisschen was vor. Demnächst machen wir noch die Inventarseiten hier und so frei. Also alles mit Geduld hier und dann mal schauen, wie lange es dauert, bis wir auf den, ja, auf den Johara-Maps unterwegs sind. Der Char ist übrigens Level 55, wie ihr auch schon seht, ging relativ fix. Also da war ich noch 10 Minuten entspannt am Level und ich glaube, ich habe gerade das dritte Mal einen Discord-Sound in diesem Video gehabt. Ich muss den Streamer-Modus wieder einschalten. Kurzer Standpunkt vom Sura. Wir sind mittlerweile Level 67. Ich lasse den Char hier Autojagd laufen bis 75. Jetzt noch ganz entspannt. Ja, mein EQ sieht wie folgt aus. Ich muss hier gerade EQ ausziehen, nur so als Hinweis, weil ich ja vorhin sterben musste, weil ich Wackelbild habe. Sonst hätte ich den Client nicht beenden können. Und ich hatte keinen Bock auf Task Manager, deswegen habe ich ihn einfach sterben lassen. Deswegen hätte ich keinen EQ an. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt gerade in Level 67. Ich habe gestern schon ein paar FBs gelesen, habe mir die Konzis von meinem Ninja rübergenommen, weil ich finde tatsächlich, die Skills sind halt wichtiger als beim Ninja, da lese ich ja eh jeden Tag die Bücher. Und ab heute werde ich dann auch permanent dann die Biologen-Quests abgeben, damit der Sucher halt auch so schnell wie möglich hochkommt. Ebenfalls werde ich hier noch die ganzen anderen Skills lesen, soweit ich halt kann. Ich habe schon einige Bücher hier gelesen, die ich gedroppt habe. Ansonsten werde ich jetzt, wie gesagt, entspannt noch auf Level 75 gehen. So, wir kaufen dann schon mal das erste Blitz-IQ. Unser Char ist mittlerweile Level 70. Ich werde auch gleich ein bisschen die Bücher schon mal lesen, weil ich habe ja jetzt einige Exos und so weiter am Start hier und ein paar Konzis. Da können wir Klinge sogar fast schon auf G1 ziehen mit. Mal gucken, wie weit ich komme. Aber erstmal kaufe ich jetzt hier eine Kupferhalskette plus 9 für 3 Wochen mit 1,5 TP und 3 Crit. Und für gerade einmal 2 Wonnen kaufen wir auch ebenfalls Holzschuhe. Leider Gottes haben sie nur 1 KTP, aber ganz ehrlich, das ist mir einfach nicht wert, dafür dann 2 Wonnen mehr zu zahlen. Ja, Freunde, wie ihr seht, verzauberte Klinge ist jetzt M10. Ist natürlich sehr nice. Wir brauchen noch 2 Bücher. Und die 2 Bücher habe ich auch schon liegen. Wir haben Exos noch am Start. Wir haben Konzis noch am Start. Und wir werden jetzt den Skill mal kurz auf G1 hier machen. So, ein FB noch. Und zack, der Skill ist auf G1. Jetzt können wir auch direkt mal ein paar Seelensteine hinterher. Und weil wir haben ja noch Exos am Start. Ich darf jetzt keine Konzis lesen. Das ist nämlich echt dämlich. Weil Konzis wirken, soweit ich weiß, nicht bei Seelensteinen. Also ich habe schon mehrfach getestet und also da passiert wirklich gar nichts. Deswegen werden wir keine Konzis hier bei Seelensteinen nutzen. Wir werden die Konzis dann für Furcht weiter nutzen. Wir werden jetzt noch so weit runterlesen, dass wir noch keinen Rang mehr haben. Mal gucken, ob wir das Ding noch irgendwie auf G4 oder so kriegen damit. Ich denke mal, ja, wenn es so weitergeht, definitiv nicht, würde ich sagen. Aber so, jetzt immer noch nicht. Alter, wie viele schlagen denn hier Fail? Wir haben erst einen Seelenstein erfolgreich gehabt. Und jetzt ist der zweite. Wie viele Langpunkte haben wir noch? 1000. Das heißt, wir können keine mehr lesen, weil wenn es jetzt erfolgreich geht... Och, wir haben noch 4 Senbon. Wir können es trotzdem machen. Scheißegal. So, jetzt aber. Immer noch nicht geklappt. Jetzt aber das letzte. Ansonsten, ja, was sagt er mir? Ich habe irgendwas vergessen. Ich habe keine Exos mehr. Jo, gut. Never mind. Das Ding ist dann am Ende G3 geworden. Ist auch okay. Damit können wir erstmal leben. So, der Sura ist wieder in der Spawnkammer in SD2 am Leveln, ganz entspannt. Bis 75 lasse ich ihn hier jetzt laufen. Also gar kein Stress jetzt hier mehr. Ich denke mal heute Abend so, ja, gegen 20 Uhr, also 7, 8 Stunden, werde ich jetzt hier noch locker laufen lassen. Ab und zu ziehe ich nochmal den ein oder anderen Tapfi hier nebenbei, wenn ich mal da bin. Und dann denke ich mal, bis heute Abend sollte der Char auf Level 75 sein. Und wieso spawnt ihr zur Hölle gerade in die Königsbinde? Was soll das denn? Jetzt muss ich die gleich erstmal hauen, ey. Och, nö. Ja gut, aber ansonsten war es das dann. Wo läuft die hin? Keine Ahnung, ist mir auch komplett egal, was die da tut. Ich würde sagen, an dieser Stelle war es das dann mit dem komischen Ende in diesem Video. Also würde ich sagen, hau da rein, wir sehen uns im nächsten Video. Und falls ihr natürlich Bock auf den Server Tiger Ghost habt, meldet euch gerne bei mir in Discord. Dann sende ich euch ein paar Codes zu und natürlich alle Informationen zum Server Tiger Ghost. Also haut da rein, wir sehen uns im nächsten Video. Euer Simply. Ciao, Freunde.